Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video hier von mir. Nun, heute sind wir bei mir in YouTube Studios und da sehen wir halt die letzten 28 Tage. Die wollte ich mit euch mal durchgehen. Das habe ich mal mit so einem kleinen Insta, nicht Insta, YouTube Shorts Videos versucht hier mal zu zeigen. Auch ich habe es jetzt mal knapp 28 Tage durchgezogen, also so 23 Tage bis jetzt sind es vorbei. Und ja, wollte ich euch jetzt mal ein bisschen hier zeigen. Also wir haben jetzt in den letzten 28 Tagen, oder ihr habt es in den letzten 28 Tagen, knapp 29.000 Aufrufe. Ja, alles hier in ganzen Shorts, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir haben 108 Stunden Wiedergabezeit. Echt geil. Und wir haben fast einen Plus von 50 Abonnenten gemacht in einem Monat. Das ist für mich schon eigentlich eine ordentliche Menge, finde ich. Klar, natürlich besser für Leute, die höher sind und alles, verständlich. Aber für mich ist es super. Ich komme meinem Ziel für die 1000 Personen oder 1000 Abonnenten immer näher. Das freut mich. Und jetzt hier steht mehr als 999% Anstieg. Klar, weil ich war halt die ganze Zeit inaktiv und es ist natürlich irgendwie normal. Also hier sieht man, der erste Short hat irgendwie nicht, okay, das ist ein bisschen blöd abzulesen, aber ja. Also es sind halt immer wieder hoch und runter und dann sieht man, hier habe ich nur Shorts hochgeladen, dann habe ich aktiv angefangen Videos hochzuladen und hier war dann nur ein YouTube-Video, kein Short, okay. Waren hier wieder YouTube-Video und Short und hier waren dann, oh, habe ich sogar zwei Shorts hochgeladen, ein YouTube-Video, aber ja, passiert. Na, was soll ich machen? Habe ich am anderen Tag dafür keine, also ist irgendwas zwischen gekommen. Hier die letzten zwei Tage, warum auch immer, habe ich auch keine Videos hochgeladen, obwohl sie hochgeladen waren. Naja, wurden irgendwie nicht freigeschaltet und ich habe sie auch nicht mehr auf meiner Festplatte. Deswegen werden auch zwei Folgen von RuneScape nicht mehr hochgeladen. Guck mal, dass ich sie eventuell irgendwie zurückkomme oder halt nochmal nachspiele, was ich nicht so geil finde. Naja, da ging es halt eigentlich nur um zwei, drei Themen. Also war jetzt nichts Wildes, was man bei RuneScape verpasst hat. Ja, die erfolgreichsten Inhalte in dem Zeitraum war, wie man eine Tür öffnet. Also das, glaube ich, war einer meiner ersten Videos. Es ist so unfassbar banal gewesen, wie man eine Tür öffnet, das weiß jede Sau. Aber 4200 Aufrufe oder 4300 fast. Dann habe ich ganz viele Videos gemacht über Fleisch, also ne, Rosalinde immer darauf genommen mit Bist du vegan für Rosalinde? Dann habe ich auch 3400 hier wieder Fleisch einvakuumiert. Hier wieder einvakuumiert und das läuft ganz gut. Dann habe ich hier noch mal ja, Nuggets Schweinefleisch gefunden. Habe ich sie auch hochgeladen. 2300 hier Aufrufe. 10 Sekunden geguckt, 15 Sekunden geguckt. Meine Videos gehen eigentlich nur 15 Sekunden und dann habe ich 103%. Wie auch immer das möglich ist. Vielleicht nochmal nachgeguckt, keine Ahnung. 4000 Aufrufe. Hier habe ich dann Met gemacht. Hier Leberkäse. Hier ist Met. Ja, ich habe auch immer wieder probiert mit Emojis, ohne Emojis. Und irgendwie mit Emojis, manchmal auch ohne, bringen echt viele Aufrufe. Aber so wirklich 100% viral gegangen ist davon noch nicht. So, dann sieht man hier alles in riesengroß aufgereiht nochmal. Meine wenigsten Aufrufe sind tatsächlich meine Videos. Und mein erster Instagram-Short, 14 Aufrufe, ist genauso viel wie mein Video. Aber davon hat auch ein Video, ja, 124 Aufrufe für ein Video. Kein Short, wie hier. Also es ist echt schon was gestiegen, würde ich sagen. Zugriffsquellen, dann kann man gucken, woher. Hier Shorts-Feed, ne? Eine Shorts. 1000 Aufrufe. Aufruf übersuchen. Das heißt, müssen Leute nach mir gesucht haben. Ist auch krass zu wissen.
Funktion zur Auswahl von Inhalten, also sprich, glaube ich, hier wegen, wo du vor, nee, hier ist Videovorschläge. Okay, hier sind schon mal 57 vorgeschlagen über über andere Videos. Kanalseiten, wahrscheinlich, wenn man irgendwas gesucht hat, dann wurde ich angezeigt. Soundseiten, wahrscheinlich über die Shorts, die Sounds. Funktion von Auswahl von Inhalten. Achso, okay. Also Abonnenten und sowas, die es auch geguckt haben. Okay. Also, das heißt Abo-Feed, ja, okay. Abo-Feed, dann 500 Personen, schon mal nicht verkehrt. Also 500 Aufrufe, schon mal nicht verkehrt. Das meiste sind die Reels, klar. Direkt oder unbekannt, aber das ist Playlist, zwei Personen oder zwei Aufrufe, Seite mit Hashtag zwei Aufrufe. Ja, Impressionen, weiß ich jetzt nicht mit was anzufangen. Wie oft Thumbnails Zuschauer gezeigt wurden. Thumbnails 15.000 Mal. Die Shorts nicht, aber Videovorschläge, okay. Also mein Video wurde 11.000 Mal vorgeschlagen und 57 rübergegangen, wegen den Thumbnails und alles. Okay. Gut. Dann Region ist auch mal spannend zu sehen. Deutschland, 17.000 Aufrufe. Dann Indien, 1.000. Okay. Von mir aus. Österreich, 700. Kann ich nachvollziehen. Österreich, Deutschland, klar. Warum Indien, weiß ich jetzt nicht. Vereinigte Staaten. Okay. Schweiz, ja halt auch deutschsprachiger Raum. Brasilien, gut. Ach gut, ich habe ja auch Fleisch und alles hochgeladen, ne? Vielleicht deswegen. Ja, was haben wir denn noch? Brasilien, Indonesien, Russland, Mexiko, Iran, Türkei, Usbekistan, Saudi-Arabien, Spanien. Keine Ahnung, also ich kann mir nur davon jetzt, wahrscheinlich hier wegen Fleisch und sowas, hier Rumänien. Für mich 18 Aufrufe. Also ich glaube, das ist halt alles so wegen den Shorts und dann, wo du dich gerade aufhältst. Wer weiß. Ja, Deutschland 62 Stunden, also ne? Ja, Städte. Was? Städte? Berlin 910, München, Stuttgart, Köln. Ah, okay. Hier ist ja meine Heimatstadt Köln. Haben wir noch Hamburg, Frankfurt und Wien. Wunderbar. Mumbai. Kalkutta. Junge, 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 Junge. Mannheim. Ja, krass, okay. Also das kann man auch sehen. Alter der Zuschauer. Bin ich jetzt mal gespannt. 3,9% sind unter 18, über 18 25%. Also meine Altersklasse ist 18 bis 44, ja. Aber sonst 25 bis 34, also mein Alter. Schlechter Zuschauer. Sieht das irgendjemanden? Also, mir ist es egal, ob Männlein, Weiblein oder divers oder wie auch immer man sich ansieht oder spezifiziert. Ja. Also Datum, Abo-Start. Cool. Nutzer, aha. Also, Nutzer ohne Abo 99,6%. Okay, und 0,4% sind mit Abonnenten von mir. Also sind Abonnenten von mir. Ist aber auch gut zu wissen, dass 123 Aufrufe von Abonnenten waren. Zu wissen. Abo-Quellen. So. Shorts. Ich 60 gemacht. Ach, krass. Dann sind 15 wieder weggegangen. Bei Sonstiges. Ja, von mir aus. Und von meinem, ja, ach, wahrscheinlich hier durch YouTube selber gelöscht wegen Inaktivität oder sonst was. Wahrscheinlich. Weil mein Kanal, da muss ja jemand darüber löschen, der, also der abonnieren. Okay, passt. Inhaltstyp. Kurzvideos, ja, 28.000 Aufrufe. Meine Videos 700. Okay. Aber machen nach so einer langen Zeit Inaktivität Playlist. Typ. Mal sehen, wer wo wann was guckt. 23.000 sind am Computer, am Handy.
2500 am Tablet, 1500 am Computer, 1400 TV. Und noch TV benutzt, aber okay. So, was kann man noch so? YouTube, Ort der Wiedergabe. Ist auch. Achso, haben wir ja schon gesehen. Infokarten. Ach, wer auf die Infokarte klickt, okay. Ihm geteilt wurde. Guck mal, 21 mal geteilt auf WhatsApp. Cool. Facebook Messenger einfach. Zweimal über direkt teilen. Ja, cool. Ist doch schön zu sehen, dass es irgendwie. Ach ja. Klicken wir mal zurück komplett. So. Ja. Mal aktualisieren. So, die letzten 7 Tage wollten wir nicht. Dann. Letzten 28 Tage. So. Genau. Dann. Hier ist mein neuestes Video von meinen Ratten. Die ich jetzt seit dem Wochenende habe. Kanal. Kommentare gibt es auch sehr viele. Und ja, da ist mir einer hochgekommen. Aber da will ich nicht weiter drauf eingehen. Gebe ich keine Plattform für. Ich persönlich natürlich. Ja. Im nächsten Video spreche ich darüber, was ich mir so jetzt als nächstes plane oder was ich als nächstes plane für Inhalte. RuneScape hat sich ja für mich, finde ich, irgendwie so zum größten Teil ja schon erledigt. Hatte ich eigentlich in den letzten Videos ein bisschen erzählt, aber sind ja nicht mehr da. Deswegen gab es auch keine 2 Videos in den letzten Tagen. Das ist jetzt auch so ein Notvideo, weil ich keine mehr hatte. Der Meinung war, ich habe ja noch welche. Ja, deswegen, das wird dann im nächsten Video stattfinden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.